Wir haben uns spontan entschieden, dass wir nach Venedig fahren. Jetzt sind wir auf jeden Fall da unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Aber wir werden gucken, was da passiert. Ihr seid mit dabei. Wir sind auf dem Weg Richtung Venedig. Ich wollte eigentlich zeigen... Warte, was wollte ich eigentlich zeigen? Dass wir 6 Stunden brauchen. Ach so, ja, ja, genau. Ja, wir brauchen 6 Stunden. Aber wir werden hundertprozentig länger brauchen. Nein, call das nicht. Hundertprozentig, wir werden länger brauchen. Weil wir werden Pausen machen, wir werden essen, wir werden Pausen machen und wir werden essen. Okay. Nachdem wir jetzt sehr weit gefahren sind, machen wir jetzt... Warum lachst du? Wir sind auch weit gefahren. Machen wir jetzt Pause. Wir sind 10 Minuten gefahren. Ja, ich muss tanken und haben uns jetzt erstmal was zu essen bestellt. Aber danach fahren wir los. Danach fahren wir los. Kannst du Italienisch? Ja. Rede mal. Ciao Bella, come stai? Was heißt das? Hey Baby, wie geht's dir? Echt? Ja. Das hat sich wie Spanisch angehört. Como ist das? Das ist dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Das ist relativ dasselbe. Nein. Doch, das lassen wir drin, die sollen sagen, ob es dasselbe ist. Und das Einzige, was wir während der Fahrt von Österreich bis hierher gesehen haben, war der Mount Everest. Waren die ganzen Berge. Also sie sagt die ganze Zeit, das ist der Mount Everest. Ich habe ihr erklärt, dass es Cap ist. Dass bloß, wenn er ein Berg über den Wolken ist, das nicht gleich direkt der größte Berg ist. Aber sie wollte es halt nicht verstehen. Gewalt ist keine Lösung. Auf! So, wir sind hier jetzt in Venedig. Ist es Venedig? Ist es Venezia Venedig? Ja, ne? Also wir sind jetzt in Venedig angekommen. Wir sind in 2-3 Minuten sind wir am Hotel. Die Leute fahren hier sehr schlimm. Also for real schlimm. Guck mal, das ist so. Laut Navi sind wir gleich da. Wie heißt unser Hotel? Lugato irgendwas. Hotel Mondial. Da. Fuck, wo parke ich? Hier ist gar kein Parkplatz. Nein. Doch, da ist ein Parkplatz. Ich fahre jetzt wieder irgendwo runter. Also wir sind jetzt angekommen, wir haben es geschafft. Ich zeige euch mal das Zimmer, ne? Also es ist ganz entspannt. Doppelbett, ihr Pisser! 2! Also haltet die Schnauze. Der Hübscheste im Zimmer ist auch da. Ja, das war's. Ich schau mal, ob ich... Okay, ansonsten morgen. Ich bin todmüde. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich bin komplett im Eimer. Mal gucken, was rauskommt. Heute ist der erste Tag. Wir haben es, keine Ahnung wie viel Uhr, 9 Uhr morgens oder so. Und wir machen uns jetzt fertig und fahren dann los Richtung Venedig. Das wird spaßig, das ist gar nicht meine Uhrzeit. Und wir haben jetzt Tag 2 und wir sind jetzt frühstücken und momentan ist es echt beschissen, weil es regnet. Ich hoffe, das hört auf. Ich habe keinen Bock, da hinzugehen, wenn es regnet. Und das Ding ist, wir waren auch gestern, aber ich habe nichts aufgenommen. Ich bin einfach so gegangen, ich hatte vorgehabt aufzunehmen, aber ich bin dann einfach so hingegangen. Und dachte mir, ich gucke es mir selber erstmal an. Ein bisschen also sozusagen selber genießen. Und heute, morgen, übermorgen hat man ja genug Zeit, das Ganze aufzunehmen und es euch zu zeigen. Ich zeige euch gleich alles, ne? Also hier sieht man noch nichts. Hier bin ich das Interessanteste gerade. Wir müssen jetzt gerade zum Boot. Und da gehen wir jetzt rein. Ey Luna, gut, dass du da bist. Du kannst uns gleich mal ein paar Tipps geben, wo wir hingehen. Hier, guck. Guck mal, hier ist so ein Bootding. Und hier wartest du. Und hier legt er da an. Checkt ihr? Aber ich habe schon ein bisschen Angst, ich sage euch ehrlich. Ein bisschen habe ich Angst im Wasser. So mit Schiff und so.
Hab schon ein bisschen Schiss. Das ist aber ein anderer, oder? Achso, das ist so ein extra Ding. Das ist Taxi, ne? Ja. Guck mal, Taxi, Chat. Ah, Taxi. So Special-Ding. Einfach, warum haben wir kein Taxi bestellt? Ich will auch ein Taxi. Und schaut, so sieht Boot aus, Chat. Das ist ja todvoll um die Uhrzeit. Nee, ich geh da nicht rein. Nein. Ist egal. Leute, hast du ja schon gesagt, dass du keine zwei Zimmer bestellt hast, sondern ein Doppelzimmer? Ja, hab ich. Kein Problem. Wir freuen uns natürlich, dass wir diese Brücke auch mal sehen. Hast du gerade gelästert? Nein, wir haben gesagt, es ist geil, dass wir zur Brücke kommen, weil jeder wollte sich gerade die Brücke hier anschauen. Guck mal, die Aussicht an, Mann. Boah, krass, ja. Das ist genau das, was wir uns ansehen wollten. Ja. Guck mal, wie schön. Guck mal, wie hübsch. Ja. Guck doch. Ja, ich guck doch. Du guckst nur auf dein Handy. Ja. Boah, krass. Nein, das ist wirklich krass. Sie ist voll dominant. Sie ist gar nichts. Sie ist gar nichts. Sie ist unter meinen Iris. Dann was? Nix. Ich habe gesagt, dass du sehr nett bist und sie Respekt haben sollen vor dir. Und da haben sie gesagt, okay. Ja, ich bin auch top, ne? Ich will so eine Maske. Ich brauche eine Maske. Ich will unbedingt eine Maske. Ich weiß nicht, wie teuer die sind, aber ich will eine. Das war mein Traum. Was für eine Maske? Das war mein Traum. Eine italienische Maske. Okay. Es gibt bestimmt Maskenläden, aber die sind schon voll teuer. Okay. Was okay? Ja, okay. Du kriegst eine Maske. Ist okay. Ja. Der Maske. Die weiße. Voll hübsch, oder? Du musst von vorne zeigen. Ja, ich zeig von vorne. Guck, wie schön krass. Das ist. Boah, Chat. Krass. Sie liest mit, Chat. Krass. Krass. Das ist doch gar nichts. Notch ist eine Mist. Notch, soll ich dir was sagen? Ich sag dir ganz ehrlich, ich bereue das, dass ich mit Leuten hingekommen bin. Hallo? Oh, wenn du Mann bist, kauf dir das. Wenn du Mann bist, kauf dir das. Okay. Bock bin ich Mann. Ich bin die größte Frau der Welt. Was wolltest du, was wollt ihr tun? Ey, guck mal, da liest an einem Künstler. Ja. Von einem Kunstwerk. Kennst du das Kunstwerk? Digga, du kannst mir deine Uhr auch geben. Ich kann Feuerzeug machen, dann schmilzt sie. Dann bin ich auch Künstler. Auch mal der Frau ein schönes Geschenk machen. Hab ich doch. Ich bin neben ihr. So. Ey, das sieht so schön aus. Also, Chat, wer von euch kann uns zum Essen einladen? Denn ich werde ganz sicherlich in dieses teure Restaurant gehen. Also, Lau, wenn du willst, dass ich da hingehe, wenn du willst, dass ich da hingehe. Nein, Buddy-Team hat bessere. Buddy-Team hat bessere in der. Aus dem Grund, Chat, Ausrufzeichen Buddy. Da sind die krassesten Sachen. Guck mal, wie cool die Nikes aussehen. Okay, hier. Krass. Buddy-Team hat bessere. Er hat doch bessere. Lad deine Tochter zum Essen ein. Fährt. Soll ich dich jetzt Daddy nennen? Ja. Habt ihr gesehen? So einfach Rüstmann. Ab jetzt nennt sie mich Daddy. Morgen. Morgen. Alles gut, du hast schon gesagt. Das war eine Frage, Schatzi. Alles gut. Ich warte auf Zug, unterhalte uns. Ja, warte, wir müssen ja doch dahin gehen. Kann nicht mehr. Ey, das ist so anstrengend als Streamer, der die ganze Zeit Ding machen muss, Chat.
Das ist todanstrengend. Aber wie alt ist sie? Über Alter spricht man nicht. Ich bin 26. Ja, okay. Komm, mach, ich zeig dem Chat. Guck mal die Pinke an. Mach, zieh mal an. Was sagt ihr? Ey, hier, was sagt ihr? Ey, Chat, hallo, ist mach die Kamera mal. Wieder umdrehen. Ich bin schüchtern. Ihr wisst nicht, was man alles mit diesen... Muss. Ah, ich hab ihnen gesagt, dass es wirklich Leute, gut aussieht. Wir haben nichts Schlimmes gesagt. Chat, sagt, erklärt dir mal. Wir haben nichts Schlimmes gesagt. Was sagt ihr? Kann man machen, oder? Der wollte mir schon wieder eine Rose geben. Echt? Hast du gesehen? Ja. Da wollte mir wieder einer eine Rose geben. Da habe ich fast weggeschickt. Weißt du was? Ich beende den Stream. Und sobald wir sitzen und essen, sobald wir dieses Ding machen, mache ich wieder an. Und dann mache ich auf 60 FPS. Sobald du Kinder? Nein. Sobald wir Essen haben. Okay. Du hast auch Soundlags. Also Verzögerung. Ja, yeah, okay, okay. Wir machen das gleich. Also wir sind jetzt hier angekommen bei, ich zeig bei diese Alidoria Pizza. Das ist eine Empfehlung von einer Zuschauerin gewesen. An der Stelle vielen Dank an Luna. Das soll hier richtig gut sein und soll nicht zu teuer sein. Jetzt werden wir gucken, was wir uns bestellen. Sobald ich bestellt habe, werde ich das testen und dann werde ich euch auch sagen, ob es sich lohnt, hier zu essen oder nicht. Preislich gesehen, völlig in Ordnung, kann man machen. Nicht zu teuer, nicht zu billig. Also völlig im Rahmen. Bedenkt, ne, wir sind in Venedig. Chat. Bedenkt, wir sind in Venedig, wo normalerweise die Preise tot teuer sind. Daher kann man das auf jeden Fall usen. Ich bin jetzt gespannt, ob es auch natürlich schmeckt. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid. Achso, ich hab mir Spaghetti mit Venusmuscheln. Warte mal, nein. Ist nicht Venus? Nein, mit Muscheln. Ich habe mir Spaghetti mit Muscheln bestellt. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Also, das hier habe ich bestellt. Spaghetti mit Muscheln. Und okay, probieren wir es mal. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich es mal aufbekomme. So, also, einmal haben wir hier diese Muscheln. Die Muscheln sind Baba. Die sind wirklich gut. Okay, jetzt bin ich auf die Spaghetti gespannt. Bitte ist da viel Knoblauch. Ja. Das ist eigentlich ehrlich. Spaghetti mit Muscheln würde ich euch weiterempfehlen. 100%ig. Todlecker. Kann man auf jeden Fall essen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt aufessen und wir sehen uns später. Wir sind jetzt zurück ins Hotel gekommen. Ich wollte eigentlich noch einiges zeigen. Das Problem ist, mein Akku ist leer gegangen und ich habe meine ganzen Sachen vergessen, die ich mitnehmen wollte, damit ich die ganze Zeit dauerhaft aufnehmen kann. Ich bin aber noch weitere 2 Tage da. Das heißt, morgen und übermorgen können wir auf jeden Fall mehr zeigen. Aber Tag 2 ist auf jeden Fall vorbei. Ich würde mal gerne eure Meinung wissen, was man besser machen kann, denn es ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Mein erster Vlog ist und aus dem Grund, ich vieles noch nicht so weiß und deswegen ist eure Meinung in der Hinsicht wichtig. Ich hoffe, dass das andere Video, was wir noch rausholen, besser wird. Ich hoffe es, weil ich weiß, dass ich zu wenig in diesem Video gezeigt habe. Das ist eher so diese Anfangsphase, wo wir dahin gefahren sind. Ein paar Sachen haben wir heute gezeigt. Aber im Großen und Ganzen noch nicht so viel. Das werden wir aber noch nachholen. Das kommt aber in dem anderen Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt. Vor allem einen Kommentar da lässt, sei es gut oder schlecht. Das ist mir extrem wichtig. Warum lachst du, Junge? Du hast mich rausgebracht. Du bist ein Bauer. Ja, das Ende scheidet da heraus. Nein, davon geht's doch nicht. Paul, rede. Okay, mach ran. Hab ich. Ach so, ja, okay. Was wollte ich sagen? Pausen machen und wir werden essen. Okay. Ja. Mhm. Du kannst, glaube ich, jetzt ausmachen. Okay.